Genau. Gehen wir erst wieder unten ran, oder? Ja, komm, sonst vergesse ich das bloß. Aber das ist halt auch eher unspannend, weil es ist einfach bloß irgendein Haus, was halt irgendwie... Guck mal, da ist jetzt sogar ein Apfel spendet. Da ist spannend. So, tun wir die Äpfel wieder rein. Oder den Apfel und noch ein paar dazu. Ja, ist halt toll. So. Jetzt bin ich einmal hier. Müsste auch mein Inventory vielleicht irgendwann nochmal leeren. Eventuell, ganz eventuell. Also ich glaube, diesen Teil mit dem, dass wir nochmal in das Wüstendorf gehen, das brauchen wir heute definitiv nicht mehr in der Aufnahmesession machen. Weil das wird jetzt noch ein paar Minuten dauern und dann wäre ich vielleicht auch schon Schluss. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal so ein kleines Zwischenhäuschen mit Balkon wieder, was halt noch mit den anderen Häusern, die hier und da drüben sind, verbunden sind, die halt auf Stelzen sind. Oder ja, das ist vom Prinzip her ein bisschen ähnlich wie das Baumhaus. Was ganz cool ist. Ich habe euch aber jetzt auch erst gezeigt gehabt, vor nicht allzu langer Zeit. Wenn man hier so in dem Raum ist, hat man halt keine Ahnung. Hier ist halt ein normaler Keller, denkt man. Nein, ist es nicht, denn in diesem Keller gibt es nämlich einen Geheimgang. Der ist so geheim, dass er effektiv kaputt ist, glaube ich. Ist der Geheimgang kaputt? Sieht fast so aus. Egal. Also, es gibt einen Geheimgang und der ist gerade kaputt. Super. Nämlich der Geheimgang, der führt uns weiter. Und zwar in unser kleines Lagerhäuschen. Ja, das ist halt einfach ein Haus mit vielen Kisten. Hier oben hat man halt keine Kiste, glaube ich. Ne, hier unten gibt es noch 1000 Etagen. Hier jetzt auch mit vielen Kisten. Hier unten die Kisten sind allerdings so ziemlich alle leer. Und jetzt muss ich denken, ob das war das hier oder war das eine Etage weiter oben, wo ich ne, es war eine Etage weiter oben, wo ich die Dinger verbunden habe. Mit dem Geheimgang eben, ne? Was ich gerade eben erwähnt habe. War glaube ich hier. Und zwar hat man da oben einen Hebel. Nee, warte mal. Da hinten hat man einen Hebel. Und da oben der Hebel weiß ich gar nicht wofür. Ach, die gehören zusammen, glaube ich. Und hier kommt man halt dann weiter. Man kommt halt hier immer noch weiter. Kommt dann halt hier am Ende wieder mit dem Ding raus. Ich habe keine Ahnung, wie hier der Hebel gerade nicht funktioniert hatte. Wahrscheinlich, weil das irgendwie mit dem hier zusammenhing, keine Ahnung. Ja, das ist der gesagte Geheimgang. Hier ist auch noch Kohle, ich weiß. Das war, glaube ich, gerade eher schlecht, dass ich den anderen Hebel da hinten benutzt habe. Warte mal, so. So, jetzt müsste der Geheimgang doch insgesamt wieder funktionieren, ne? Zu und auf. Ja, mache ich zu und jetzt sieht ihn keiner mehr. Genau, Geheimgang ist gezeigt. Das Lagerhaus ist gezeigt. Was gibt es noch zu zeigen? Ich glaube halt schon noch viel zu viel. Obwohl so viele Häuser sind, glaube ich, jetzt hier gar nicht mehr direkt in der Stadt. Hier haben wir halt eine Schmiede mit ganz viel Zeug. Brauen haben wir ja auch noch, also Zeug zum Brauen. Mit. Hier oben haben wir halt ein Bett rumstehen für den Schmied. Da haben wir halt einfach ein Amboss und ganz viele Öfen halt. Ja, das hier ist unser allererstes Haus, was wir gebaut haben. Genau. Das funktioniert nach wie vor noch. Wir können mal kurz hier drin pennen. Ich halt auch eher so sporadisch jetzt noch eingerichtet, weil das meiste Zeug haben wir halt irgendwie nach außen verlagert. In irgendwelche anderen Häuser. Und von daher ist ich halt jetzt auch eher so, naja, ich halt da und das muss halt reichen. Habe ich das Haus hier oben schon gezeigt? Ich habe keine Ahnung mehr.
Ich glaube fast nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Doch, habe ich. Doch, müsste ich gezeigt haben. Naja, ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich ein bisschen gefühlt dement bin. Aber. Ja, doch, das habe ich schon gezeigt. Okay. Stimmt, das ist das Komische aus. Also, das Komische, was halt ein bisschen einen anderen Baustil hat als die anderen Häuser, die ich halt so habe. Genau. Das ist super toll. Da müssen wir jetzt eigentlich nur in die Richtung immer weiter und die Häuser in die Richtung da hinten immer weiter abklappern. Ach so, was ich nochmal zeigen kann, ist, dass wir hier eine kleine Mine mit einer ganz kleinen Monsterfalle haben. Die Monsterfalle funktioniert ganz eventuell manchmal und ganz eventuell manchmal halt auch nicht. Na, also hundertprozentig perfekt funktioniert die halt nicht. Man könnte auch sagen, funktioniert eher sehr mies, aber naja, gut. Also, es kommt schon manchmal was unten an, ganz so ist es nicht. Der größte Teil, aber das ist halt auch dieser alte Monsterfallen-Style, der halt wahrscheinlich schon seit 100 Milliarden Jahren nicht mehr so funktioniert. Und ganz da hinten, wo ich gerade hingeguckt hatte, bevor ich schon runtergegangen bin, ist übrigens mein Bergwerk, wo ich schon 1000 Milliarden Steine abbaue und so. Warte, das ist die falsche Kiste, hier haben wir halt Schwerter drin rumliegen, irgendwelche. Die wir eh nicht gebrauchen können. Jetzt können wir hier mal eben mit den kleinen Schwertern hier rein mähen und hoffen mal, dass wir alles, was wir irgendwie kriegen konnten, gekriegt haben. Das sieht gut aus. Dann kann ich das Schwert hier wegtun und kann mich hier mal hinstellen. Und hier kommt dann der ganze Spaß. Also, der größte Teil fühlt sich halt von alleine auf. Ich kann ja, dass sich eventuell mal was staut hier. Aber im Großen und Ganzen fühlt sich das schon ganz gut auf. Und man sieht schon, ein bisschen was kommt halt hier auch zusammen. Genau. Hier hinten hat man halt dann ein großes Steinebergwerk, aber das ist eher unspannend, das brauche ich glaube ich nicht extra zeigen. Da klappe ich halt einfach nur manchmal Stein weg. Genau, hier geht es dann wieder nach oben, da wo wir auch reingegangen sind. Und dann gehen wir erstmal in die Richtung da weiter. Ne, warte mal, das ist das, was ich vorhin als Aussichtsturm gezeigt habe und gesagt habe, dass das der Turm ist, den ich mit dem Vorsichtsicherung gebaut habe, ist gar nicht wahr, oder Zigmantas, das? Sondern das hier ist der, den ich mit Vorsicht und Zigmantas gebaut habe. Vorsicht oder Zigmantas, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte. Ja. Den anderen Turm, den habe ich, glaube ich, irgendwann mal alleine gebaut oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist auch egal. So.